Ja, wir stehen hier immer noch auf der 5. Merseburger Fight Night und bei mir ist nun Peter Bäumler, der gerade in einem Superfight gegen Mahmut Yesilat ein Unentschieden geholt hat. Und Peter sah jetzt als Außenstehender nicht unbedingt aus wie ein Unentschieden. Würdest du da zustimmen? Ja, das sind halt kämpferische Entscheidungen. Da kannst du nichts machen. Das Ding ist unentschieden gewertet worden. Ich hätte halt gern gewonnen. Die Leute hier haben das auch so gesehen. Mein Gott, regen wir uns nicht auf. Ist okay, ist Sport. Ja, also man muss sagen, du hast 3 Runden lang ihm eigentlich gut Druck gemacht, hast eigentlich auch die meisten Treffer gehabt. Hätte man eigentlich schon als Sieg für dich werten können. Aber gut, schwamm drüber, wenigstens keine Niederlage, hast du gerade gesagt. Hast du auch wieder recht mit. Du bist der größere Mann gewesen, hast dich aber gar nicht groß auf die Distanz verlassen, sondern eigentlich von Schlagabtausch zu Schlagabtausch weitergegangen. War das so geplant? Nee, geplant war das nicht. Mir persönlich fehlt das regelmäßige Sparring. Ich fahre von Gym zu Gym und muss halt da halt sparen. Ich habe keine richtigen Leute da. Und ja, wie gesagt, jetzt muss ich das von Kampf zu Kampf halt wieder spezialisieren. Naja, es war okay. Wie gesagt, gewollt war eigentlich die lange Distanz auslassen. Nicht gar nicht auf den scheiß Infight einlassen. Nur ist ab und zu mal so gekommen, sah gar nicht so übel aus. Und naja, wir arbeiten dran. Ja, war auf jeden Fall was für die Fans, hat man gut knallen sehen. Ja, jetzt kannst du zwar nicht einen Sieg feiern, aber trotzdem denke ich mal ein Siegerbierchen trinken. Wie geht's denn in Zukunft jetzt erstmal weiter? Na, ich muss jetzt schauen. Ich habe jetzt vielleicht nächste Woche wieder ein größeres Ding über meinen Kumpel Enrico Oschlies. Müssen wir gucken, müssen wir absprechen. Ich habe wie gesagt seit meine letzten drei Kämpfe halt leider verloren durch Verletzungen. Die Verletzungen sind zum Glück diesmal ausgeblieben in der Vorbereitung. Deswegen war halt dieses Gehemmte, deswegen auch nicht ganz die professionelle lange Distanz. Aber wie gesagt, daran arbeite ich jetzt und es geht nach vorne, Jungs. Zurück auf die Siegerstraße. Du hast ein größeres Ding, sagst du. Was ist das für ein Ding? Ja, es ist in Prag. Ist, denke ich mal, ein größeres Ding. Das klingt nicht schlecht, Peter. Da wünschen wir dir auf jeden Fall viel Erfolg. Danke, dass du dir Zeit genommen hast und ja, trink erstmal ein Bierchen. Mach ich. Ich grüße alle, die mich mögen. Ja? Sportfrei. Danke dir.